War schon angefangen. Du willst eine Kartoffel. Nein, ist okay. Guten Morgen. Frühstück. Suppe. Reich. Heute müssen wir. Fahren wir zu einer Metallbude und geben da einen Fahrradrahmen ab. Auf zur Metallbude. Tada! Sieht gar nicht so aus. Max Krupper, Schlosserei, Wartungsdienst, Maschinenreparaturen. 10999 Berlin. Das Schild sieht noch lange nicht geputzt aus. Ich hoffe, er existiert noch. Ja, die Kollegen machen das. Wollen sich dabei aber wahrscheinlich nicht so über die Schulter gucken lassen, weil es dauert jetzt auch ungefähr eine Woche, bis sie dann dazu kommen. Das ist eine Kaltverschweißung. Es ist bombenfest. Das kriegt man nicht raus. Es ist nicht zu lösen. Wolfgang! Alte Hundelunge! Da gibt's so neue. Naja, ehrlich gesagt, wirklich nicht viel. Ich? Nö. Ja. Ja, ich will. Was macht denn überhaupt der Dicke hier? Wisst ihr, was ich meine? Ja, er hat sich extra schon eine Vorrichtung dafür gebaut, weil das jetzt in letzter Zeit so oft vorkam, weil ich die Leute da mal hingeschickt habe. Und er meinte, ja, das geht. Die Möglichkeit, er macht das, kostet 80 Euro ungefähr. Und da habe ich jetzt erstmal zugesagt, ne? Weil ich dachte mal, 80 Euro, das wäre auch das Unterste, was ich geschätzt habe. Kelleraktion. Wir haben eine Verstopfung im Regenwasser, Abflussrohr, wie auch immer man das nennt. Und die müssen wir heute beseitigen. So, das machen wir gleich. Der Hans kommt gleich vorbei. Und dann machen wir das. Ja. Jetzt noch ein Kaufvertrag für 5,50 Euro. Mann. Also Leute. Alle da. Spirale gefunden, jetzt geht's gleich los. Ans Bohren. Ja, das Wasser ist erstmal abgelassen. Das ist schon mal gut. Ein Loch ist im Pfropfen. Das ist Fallrohr. Ja, bei der Arbeit dokumentieren. Ja, jetzt kommt die Verstopfung ja dran. Ne? Ja, eben. Und mit Kamera, damit dann auch die ganze Welt lachen kann, wenn ich das jetzt in die Nacht. Das ist unser netter Vermieter. Flatsch! Jetzt ist das unser dreckiger Vermieter. Unser dreckiger Vermieter. Ist so richtig wieder. Ja, genau. Unser ist auch so ein Schwein. Naja, mein Gott. Keine mit zur Zensee. Wo muss den Leuten noch was zum Passwort öffnen? Naja, nee. Nicht? Schade. Ich bin da leider nicht so. Nicht. Deswegen habe ich es auch noch nie geschafft auf YouTube. Ich bin also eher so der Realist. Oh! Ist gut! Gottes Willen, ey!
davon ist er noch nicht. Dennis, wir haben eine neue Tierart entdeckt gestern. Zeig doch mal den. Hier ist er. Ja, ich weiß, was du meinst. Man muss was bauen. Zeig mal, Dennis. Da. Neue Tierart. Ist, heimisch ist sie in diesem Haus. Wirkner. 23. 22. Langsfalter. So. Er ist. Ist aber, ey, wir haben. Ich hab bestimmt hunderte Arten jetzt da durchgeguckt. Ich hab die nicht gefunden. Oh. Bezahlen. Dann geht's halt auch. Na, ich räume jetzt erstmal alles wieder auf. Nee, das mache ich schon. Einfach nur sammeln. Beschlagner. Ging's da? Jens, der Vater. Enkel. Jens, der Papa. Ja, ganz stolz sein auf deinen Sohn. Der macht das richtig. Ja. Ciao, ciao. So, wir gucken mal, was hier so schön ist in dem Keller drin. Wow, ich kann mein Glück auch noch mit Worte klein. Das wäre ja auch was. Das war von Europa. Kollwitzer Porzellan, okay. Das ist älter, aber auch nicht so berauschend. Das ist nischt. Das ist auch nischt. Fein Schmerzzeug. Aber der hier hat mich interessiert. Ist neu, schade. So unachtsam mit diesen schönen Dingen umgehen. Naja. Auf alle Fälle, weil jetzt ist eine alte. Ja. Noch außen. DDR, schön. Für 5 Euro, das Stück. Indisch, schimmlig. Das ist real. Naja, gut, der ganze Arm ist schon abgefault. Ich hoffe, dass sie unter dem Namen Schmidt vielleicht nicht ganz, ganz billig bauen. Naja. Aber es ist trotzdem, ich sehe ja schon die Kontrollkleber hier. Eine Illusion. Ich sehe schon die Kontrollkleber. Ich hab das Vorderrad an die oben, nicht reicht. Also sowas kann nicht qualitativ sein. Früher hätte man gesagt, ja nicht schlecht, Leichtbau. Heute sagt man dazu, das ist Materialersparnis. Also einfach nur Material gespart, das ist nichts. Geil, ich habe ja jetzt wirklich ein bisschen Gewicht erwartet. Aber das ist nichts, weil. Ja, genau. Das ist sowieso, als wenn man ein Faltblatt irgendwie so. Also da möchte ich meine Gewicht nicht draufpressen auf diese Felge tatsächlich. Und ich weiß, was ich von dieser Felge erwarten kann. Womit fängt man denn jetzt hier an? Bei so einem Aufbau. Vorderrad, Lenker. Lenker gerade stellen. Also, wenn man das hier so löst und man merkt, dass es hier, da, von Hause aus schon so klappert. Selbst wenn unten der Konus das dann irgendwie hält. Aber es ist doch oben trotzdem noch dieses Spiel. Und man hat dieses... Es ist nicht maßgenau gearbeitet. Genau, kein anderes Werkzeug gehabt und gedacht, ach, das machen wir einfach so. Also das ist nicht maßhaltig gearbeitet. Vor allen Dingen läuft das ganze Wasser ja auch darin.
Na natürlich, selbstverständlich. Und dann das läuft ja auch unten wieder raus. Also vorne ist es wahrscheinlich wirklich kein Problem, aber es ist halt gut, aber keine, es ist einfach nicht so gut gearbeitet. Rostet halt der Kolus weg da drin. Es muss doch halten. Ja, natürlich muss es ja, aber natürlich. Halten. Früher hatte man ein Problem eher, oh, das geht aber schwer rein. Hier hat man ja nicht das Problem. Man sieht jetzt, wenn ich festziehe hier vorne, ist es dran. Und hier an der Seite irgendwo steht es ab. Oh Mann, die Welt, wo geht sie hin? Eieiei. Na, also man hat ja, also das ist furchtbar. Ich mag das nicht so sehr. Es ist ein schönes Rad. Machen wir eine Preview ein. Es ist ein Schwinn Allstone 2. Schwinn Allstone 2 Preview. So nenne ich das Ganze. Heute zur Endmontage hier im Fahrradsalon. Hinter mir die ganzen Salpeterianer ausgeblühten Kartons. Fantastisch. Ich richte zuerst den Vorbau, dann richte ich den Lenker und traue mich gar nicht, die Schrauben fest anzuziehen, weil es Murks ist. Naja, weil es weich ist, weil es sich weich anfühlt auch. Das ist schade. Ja. Die Schaltung soll eine Nexus Dreigang sein. Ist es auch. Steht drauf, ist drin, taugt nichts. Naja, Nexus Dreigang ist ja schon eigentlich stabil, aber wie gesagt, wenn ich vom Vorderrad aus hier. Na, aber auch in den heutigen Zeiten. Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Nachdem ich festgeschraubt wurde in der Fabrik, schraubt der Tommy nochmal nach. Bis es ab ist. Ja, das ist das Problem, das sollte man eben tun, nicht vermeiden. Wundervoll. Ich hoffe, der passt hier durch. Ja, der passt. So wird's gemacht. Ah, so wird's gemacht. Eigentlich nicht, aber so hält's natürlich viel besser als. Genau. So eine schwule Klammer, so eine schlechte Klammer. Nee, was andere gibt es? Menschen- und Tierfriedhöfe kenne ich bisher tatsächlich. Na, Lesben sind eine eigene Gattung, deswegen haben die jetzt einen eigenen. Ja, ist das tatsächlich so? Ja, es gibt in Berlin einen Lesbenfriedhof. Aber ja. Ist ja nicht. Ist ja okay, aber. Wollen wir jetzt mit den ganzen Lesben und die auf den anderen Friedhöfen, wo ehrlich wohnen, werden die exhumiert? Oder? Ja, bestimmt, na klar. Werden da hingebracht? Oder warum? Was ist daran anders an dem Friedhof, außer dass da lesbische. Nö. Also ich war noch nicht da gewesen, ich habe das nur mal kurz gestern im Fernsehen irgendwo gesehen. Also, am Ende ist es doch schön, dass wir keine Massengräber haben, sondern jeder noch sein eigenes Grab hat. Ja. Dabei sollte das doch bleiben, oder? Tod ist tot? Sicherlich, klar. Ne. Ja, lesbische Friedhöfe, Thema für den nächsten Kiezsenf, würde ich mal sagen. Vielleicht auch. Oder wo lasse ich mich beerdigen? Vielleicht machen wir einfach mal. Was hätten wir gern für Friedhöfe? Vorschläge für neue Friedhöfe bitte jetzt an Thomas Müller at fahrradsalon.de. Gibt es ja nicht. Aber auf YouTube kann man einen Kommentar. Auf YouTube einfach einen Kommentar geben. Vorschlag für die Friedhöfe der Zukunft. Und wo sollen sie hin? Das ist viel wichtiger, weil wir haben ja keinen Platz. Ich sehe eigentlich nur, dass Friedhöfe geschlossen werden. Ja, und weil dann Wohnhäuser da errichtet werden. Wohnhäuser da errichtet werden. Und wo soll. Also, wie sieht denn das aus? Wie muss man sich das vorstellen? Wie muss man sich den Friedhof der Zukunft vorstellen? Das wird wahrscheinlich nur so einen großen Schrank geben und da wird dann wird die Arche gepresst zu Diamanten, genau. Und das, ja, aber das ist ja zu teuer, das Verfahren. Ah, auch noch. Aber Asche pressen, klar, logisch. Dann hatte man, ja, dann hat man ach, so ein kleines, wie so ein kleines Schließfach. Für die mobile, also für die Autoindustrie halt oder für die Fahrrad. Also hier Herstellung für die Reifen halt, ne? Also ist da auch immer Asche drin halt. Na, ich meine, grundsätzlich ist Recycling ist ja schon mal ein guter Ansatz. Ja. Macht man ja seit Jahrtausenden auch nicht anders. Nee, die ja, Natur. Ja, alles, jede Tier so. Wird recycelt und jeder Mensch wird recycelt in die Erde zurückgegeben. Dann irgendwann ist ein wunderschöner Baum oder ein Schmetterling. Kann ja sein. Darauf wird kein Wert gelegt hier in der Großstadt. Deswegen, der Friedhof der Zukunft, wie sieht der aus? Können wir uns Erdbestattungen noch leisten? Nicht vom Geld her, sondern vom Platz. Genau. Da gibt es wahrscheinlich so ein Massengrab. Das funktioniert wie so ein Doppelstockbett. Da kriegst du auf den Knopf und unten ist noch ein ganz großer Platz frei. Und dann kommt da die Leiche rein und bettet wieder so runter. Ja. Gibt's runter zur Hölle. Ja. Hammer. Es sieht wunderschön aus, das muss man ja einfach mal so sagen, oder? Eigentlich sieht es total toll aus. Ja. Die Farbe ist toll. Die Griffe sehen toll aus. Ist natürlich kein Leder, also nicht denken, dass es Leder ist. Das ist Kunststoff. Genau, du nimmst es ja gerade auf. Mal gucken, wie es in einem halben Jahr aussieht. Ja, so, genau. So ein Verfall machen, Verfallvideo. Naja, halbes Jahr. Wie ja. Das aussieht, ja. Hier ist ja alles noch sehr schön. Und bis hier und hier. Na, es ist halt alles neu, ne? Ja. Da müssen öfter mal die Schrauben kontrolliert werden bei so einem Rad.
Tatsächlich, weil es hält nicht sehr lange in diesem Zustand. Ja. Dadurch, dass alle Schrauben einfache Schrauben sind, ja, dass die Gewinde nicht genau gearbeitet sind, sondern alle mit so ein bisschen Spiel und ein bisschen Schlackern im Gewindegang so, also das ist alles nicht sehr präzise gearbeitet. Genau. Präzise. Murks, es ist Murks. Das sagt der Dennis, ich sage, es ist einfach günstig verarbeitet. Tja, jetzt muss ich hier ein bisschen aufräumen. Wo ist denn die gute Dame? Wo habe ich die denn abgestellt? Ah, die hängt hier, lasse ich in der Ecke rum. Möchte nicht. Gute Frau, mitkommen. Guck mal hier im Karton, ist das wirklich zu hell gebracht? Nö, ich glaube, schon nicht zum. Ach, guck doch, er hat allein gedacht, das hier. Ach, das ist das GT mit der 8-Gang-Schaltung. Genau. Mit der Granitoptik. Hat sich noch niemand gemeldet dafür? Nee. Schönes Ding. Nee, also das ist ein schönes Rad, oder? Ja. Aber wie gesagt, ich habe nur den Rahmen gehabt, den habe ich mal gekauft. Da dachte ich mir, was machst du damit? Originalgetreu aufbauen ist noch teurer als eigentlich so. Also weil ja, die Retro-Teile, also die alten Sachen, sind einfach teuer geworden. Ja. Und jetzt habe ich es dann mit neuen Teilen aufgebaut. Ja. Ja. Nee, ich fand es auch ein stimmiges Konzept. Ich habe es gesehen. Für die Leute hier ist es zu teuer. Obwohl 500 Euro nicht so viel sind. Nö, ist eigentlich, wenn du hinten das Ding schon rechnest, das kostet schon genug. Ne? Also bist du. Nee, Markus, hast du mal gesehen? Was ist denn? Ja, ja, ich weiß. Ich gucke es jetzt trotzdem an. Na, von der Vorstellung her kennt man vielleicht. Genau. Aber das ist. Nein. Ich habe das heute aus. Nicht. Oh, mich gefreut. Ja. Tschüss, danke. Aber dann sag's weiter, wie gesagt, wenn ihr nicht für sowas interessiert und sich sowas. YouTube-Kanal habe ich schon weiter gesagt. Ja. Ich bekannten habe, der auch ganz fahrradnervisch ist. Und der hat sich dann gleich mal angeguckt. Ja. Na ja, also wie gesagt. Ob so oder so, ich bin für alles offen. Hallo mal. Alles klar. Ah, ja, Dennis, das war ein YouTube-Fan. Das ist sehr lecker. Eine Pumpkin Fresh. Das wäre auch noch eine Idee gewesen. Der Ehepartner mit bestattet werden soll dann irgendwann, der dann aber eben auch, als Mit- und Ehemann oder und Ehefrau hier ruht. Sie Blinde sowieso und ihre Ehefrau sowieso, das würden sie vielleicht kirchliche Friedhöfe eventuell nicht wollen. So was, Familiengräber, das ist ja keine Familie im kirchlichen Sinne, ne? Also ich glaube, die Kirche ist noch nicht ganz so weit. Was weiß ich nicht. Man könnte ja einfach mal Richter hier bauen. Naja, eben, das ist ja die Frage. Lenker, dass dir noch was einfällt, Marius? Was denn? Ein Tisch? Ja doch. Wenn man so im Kreis läuft, dann ist das so ein Mondstampf. Baba! Nein! Baba, Nein, oh, ich platze gleich. Vor Hitzewasser nicht. Mama! Papa! Ich fühle mich schon ein bisschen ausgeglüht. Ausgeglüht! Ausgebrannt! Papa, Arm! Boah! 59, 60!